Hallo, hier zurück bei The Long Dark im Story-Modus, wo wir hier diesen, heißt das Ding Schuppen? Also für einen Schuppen, Wartungsschuppen heißt der, glaube ich, für einen Schuppen ist das Ding ganz schön groß. Also ich weiß ja nicht, was die Entwickler unter Schuppen verstehen, aber das sieht immer noch aus, als ob da teuflische Dinge vor sich gehen. Aber für mich ist ein Schuppen ein bisschen kleiner, aber nun gut. Wir gehen jetzt hier wieder raus, den Schuppen. Jetzt steht bestimmt Karl hier. Ich habe jetzt die Vermutung, dass Karl über ist. Karl ist everywhere. Ich glaube, wir kriegen... Also wir haben... Spätestens dann... Da oben ist die Hütte. Sehr große Probleme, sobald wir den Speer in der Hand haben. Sollte ich mich hier vielleicht jetzt noch ein bisschen umgucken? Oder so? Irgendwie habe ich das Bedürfnis danach. What have we here? Oh, ich habe auch das Bedürfnis danach, mal weniger in meiner Tasche mitzuführen, ey. Oh. Gott. Ich bin so ein schlimmer Messi in dem Spiel. Ganz furchtbar. So. Ich will essen. Esse, wenn du bist, du platzt. Hauptsache, ich verliere ein bisschen an Kilos. So. Alles klar. Oh, ich kann da bestimmt auch. Also, denke mal, hier nach werde ich auch wieder heute Feierabend machen und aufnehmen. Man wird wirklich, wenn man müde ist und aufnimmt, sehr trantüdelig. Das ist gut, Will. Hup, hup. Hauptsache, du kannst es nur essen. So. Wie laufen wir denn jetzt am besten? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Da hinten raus ist was kaputt. Hier vorne raus ist auch sehr viel kaputt. Ja, ich höre euch schon. Ich höre euch doch schon. Jetzt wird's witzig, glaube ich. Okay, wir können ein bisschen rennen, können wir. Nicht viel, aber wir können. Ja, Leute, würde sagen. Dass sie. Wollen wir jetzt mal da hinten kurz gucken? Irgendwie war mir so, als ob da hinten irgendwas Cooles war. Aber ich weiß halt nicht, ob es da erst war, wenn man das Versteck gefunden hat. Ich meine den Zettel dafür. Das kann nämlich gut sein. Ich glaube, das ist nämlich eher der Fall. Ich glaube, das ist dann hier irgendwo, ne? Genau, da liegt das Reh. Ich glaube, das ist hier dann irgendwo. Gott, diese Ruckler beim Speichern. Da hinten ist ja auch dann, glaube ich, da sind doch diese... Na? Müssen da nicht noch diese Züge stehen? Habe ich da jetzt was verpasst, wenn ich da nicht hingehe? Ich habe irgendwie nämlich ganz... Da hinten ist ein Wolf. Nämlich irgendwie ganz dolle Bock, zu dem Haus zu gehen. Wirklich. Da hat doch beim letzten Mal auch das Telefon geklingelt, ne? Ich bin war so erschrocken von der Sache, dass ich gar nicht irgendwie schalten konnte. Deswegen... Aber ich bin mir halt sicher, dass ich beim letzten Mal auch hier wieder... Ich glaube, man kommt auch nur von hier wieder zurück, ne? Man muss wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Okay, das ist ein Jägerstand. Und ich glaube, deswegen habe ich das dann noch mitgenommen. So, ich push mich mal ein bisschen weiter vor. Genau, da hinten ist... Die Brücke.
nehme den Jägerstand aber mit. Während ein Hobbit ein Häschen. Und jetzt wird es, glaube ich, sehr kalt. Okay, alles cool, alles cool, alles cool. Ah. Ich bin gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt, was dann passieren wird. Und ob die dann wirklich mit dem Hochsitz, nur Hochsitz. Mit einer Schlinge, okay, aber die möchte ich nicht, danke. Ist lieb, gemeint. Das ist eine Höhle. Oh, das ist ein Reh. Ich gehe noch in die Höhle. Huch. Kann mir das irgendwie gerade nicht so vorstellen mit dem Speer. Und wie das funktionieren soll. Ich meine, das sieht irgendwie verdächtig nach einem Versteck aus, aber... Es hätte auch mal interessant, ein neues. Also, es wäre ja dann die dritte Waffe. Es gibt ja den Bogen und das Gewehr. Wobei das Gewehr dann irgendwann halt einen einfach nichts mehr bringt, weil man keine Patronen mehr findet, weil man die sich nicht craften kann. Und deswegen wird dann der Bogen unabdingbar. Deswegen ist der Speer eigentlich ganz interessant. Es ist halt nur wirklich die Frage, wie man mit dem umgeht. Gerade bei Wölfen, bei Bär. Oh, hätte ich jetzt hier vielleicht nicht hochgehen sollen. Ich Dummi hätte hier nicht hochgehen sollen. Gut. Ja, ich bin ja gleich da. Ist ja schon nett, dass er mir ein nettes Liedchen singt vom Wolf. Sing mir das Lied vom Wolf. So. So, und das soll eigentlich dazu, oder nicht? Ich trigger doch jetzt gleich wieder irgendwas, oder? Da ist irgendwie gar nichts mehr zu. Diese Tür war mal zu. Aber so richtig schlimm zu. Okay. Da musste man noch den Schneider dafür finden. Kann ich mich dran erinnern. Oh Gott. Oh Gott, das wird gleich richtig böse. Ich habe Angst, dass ich rennen muss. Rennen wär tot. Und wer ist dran schuld? Das Essen. Das Essen ist dran schuld. Ich habe gerade geguckt, ob ich überhaupt aufnehme. Hier ist ja nur dieses... Oh, super. Ja, super. Yippie-yay. Okay, da hinten ist auch noch ein Gebiet. Eieiei. Also ich versuche jetzt mal hier... Genau das wollte ich gerade sagen. Oh, das ist schon wieder ein Zickzack-Wolf. Nee, okay. Das war mir gerade selber klar, dass das nicht wird. Ich habe gemerkt, als ich mir dachte, nee. Oh, jetzt rennen sie alle drei Stück. Also mit dem, den ich gerade versucht habe. Ja, tschüss. Ich habe einfach keine Angst mehr vor denen habe hier in dem Modus. Ich hoffe, das darf sich auf keinen... Oh, die haben Hasen gejagt gemeinschaftlich. Ach, da, ich dachte, die sind selber gerade verschreckt durch den Schuss. Hier ärgert mich das auch überhaupt so. Null Nada, ob ich daneben schieße. Einfach, weil ich so viel Muni habe, dass ich mir denke, pff,
Das ist ja nicht mal im normalen Modus. Zählt man so halb immer mit und denkt sich, ach kacke, nein, und der Schuss und oh nee, hätte nicht sein müssen, aber hier, nee. Wow. This must have been really nice. Auf jeden Fall. Ich würde immer noch sehr viel für so ein Haus geben. Die Jagdhütte und oh, es wird auf einmal sehr, 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 sehr schlechtes Wetter. Ja, und hier wimmelt es halt nur so von Wölfen, ne? Wir können ja vorher nochmal in so ein Auto hier reingehen. Oh je, oh je, oh je. Und schauen. Hier, ja, Mensch, Essen. Wow. Essen. Hä? So manchmal bin ich verwirrt von so Long Dark. Aber das war berechtigt, da war ein kleiner Zaun. Okay. Ich gehe hier mal ein bisschen rum. Aha. Das ist nur eine Schubkarre. Aber ich nehme den regulären Weg. Oh. Eine schön geschriebene Notiz, die auf ein Fortversteck hinweist. Ich nehme das mal kurz. Ich lese das gleich vor. Weil ich nicht mehr so hier draußen stehe. Mitten in der Pampa. Was das denn gemeines? Now, to find that spear. Oh je, ich will den gar nicht finden, wenn ich ehrlich bin. So, das war's mit dem Let's Play. da, der letzte Titel muss es ja sein. Da. Die Schrift auf diesem Stück Papier ist schön und wirkt in dieser Wildnis irgendwie fehl am Platz. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier zurückkommen würde und auch nicht, dass du hier sein würdest. Und doch hatte ich es gehofft, wenn du das findest. Ich habe dir etwas hinterlassen, fern von denen, die sich einfach nehmen, was sie wollen. Okay, das wäre wo? Da oben. Alles klar. Eieieiei. Dann, meine Lieben. Ihr wisst, was jetzt losgeht. Nehme ich erstmal looten. erstmal gucken wir uns ein bisschen das Haus hier an. Machen uns ein bisschen bekannt hier. Aha. Ja, du bist ja ein ganz tolles Ding. Hängt hier noch das Telefon? Das Telefon ist weg, oder? War das nicht hier vorne irgendwo, das Telefon? Das war irgendwie voll cool, als es geklingelt hat. Schade. Puh, ey, ganz ehrlich. Oh, guck dich mal das ganze Essen an. Was haben wir denn damit? Ich würde das Trinken vielleicht mitnehmen. Ich meine, ich kann mir irgendwie voll gut vorstellen, dass wir das noch gebrauchen können. Ich kann es auch einfach nicht liegen lassen, ne? Es ist einfach halt Essen. Was ist das da? Da ist das Telefon. Da ist das Telefon. Ich bleib hier dann so... Wie war denn das? Das war, als wir dann unten waren, ne? Ah, ich guck da mal. Oh, guckt euch da mal das ganze Essen hier an. Das ist doch nicht wahr. Ja, jetzt ist erstmal ein Sturm. Erdnussbutter und noch ein Tee. Lasst einfach am besten alle hier stehen. Oh. Geschichten des Zusammenbruchs, Teil 3. Mach ich vorher mal kurz diese Lampe aus. Draußen ist ein Schneesturm, hier drin ist es warm. Also lesen wir erstmal ein bisschen. Einige Personen, die auf Großer Bay geblieben waren, waren mit der zunehmenden Abhängigkeit vom Festland unzufrieden. Sie wollten nicht länger mit ansehen, wie die Festländer Großer Bay als reine Ressourcenquelle zu ihrem Vorteil ausbeuten und entschlossen, auf eigene Faust ihre Selbstversorgung aufzubauen. So entstanden überall auf Großer Bay kleine lokale Lebensmittelproduktionen, ähnlich dem Victoria Garden Programm in England und Kanada während des Zweiten Weltkriegs. Einzelpersonen und Gemeinden bemühten sich selbst um die Produktion von Lebensmitteln und Energiequellen und schrieben sich dabei zum Teil politische oder sogar ideologische Beweggründe auf die Fahne. Das waren mehr als nur Bemühungen um Selbstversorger. Vielmehr waren sie eine Rebellion gegen die mutmaßlichen wirtschaftlichen Besatzer. Oh, das ist ja... Oh, es ist wirklich schade, dass das kaputt ist. Wirklich sehr, sehr schade, dass ich das nicht essen kann. So.
schlagen uns hier mal den Bauch voll. Noch die geilen Salzcracker. So, super. Was trinken. Noch viel, viel besser. Gut. Okay. Wir müssen rasend schnell wieder runterrennen, sobald das Telefon klingelt. Oh Gott. Was? Nein, 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 nein. Oh Gott, das ist mit Absicht, oder? Das ist doch einfach mit Absicht. Und ich sag's gerade noch. Das war doch beim letzten Mal, als wir unten waren. Ich glaube, man kann da einfach nicht reingehen. Oder? Wer ruft denn da an? Ruft vielleicht Jeremy Meyer hier an? Hat der nicht? Der hat doch so ein komisches Ding da. So ein. Ihr wisst doch, was ich meine. Oh, das ist so geil. Das ist so gruselig. Aber voll cool. Wartet, wartet. Muss mal kurz ein Mikro richten. Mann! Alles gut, Will? Also irgendwie macht mir gerade alles irgendwie Sorgen. Nein, okay, super. Womit ich hier noch Sachen durchsuche. Ich brauche da sowieso nichts mehr. Aber wahrscheinlich finden wir vielleicht noch irgendwie einen Zettel oder so. Arbeitsstiefel, die möchte ich nicht. Signalpatrone, Gewehrpatrone, da hätten wir sie wieder drinnen. So einfach ist das. Das ist kein Handy. Bestimmt aber nicht mehr für uns, Will. Wir haben davon so viel. Das ist wirklich ein schönes Haus, ne? Oh, Gewehrpatron. Ja, hey. Dünner Wollpullover. Warte mal, der könnte vielleicht... Probier's mal. Was? Wirklich? Okay, das hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Der sieht so dick aus, ne? So. So schmusig dick. So wie... Ja, den Pullover, den ich gerade anhab. Der sieht fast so ähnlich aus. Ach Mensch, eine Gewehrpatrone, na Mensch. Die eigentlich gebraucht. Okay. Ich fühle mich hier gar nicht überlustig, Mann. Vielleicht muss ich jetzt ja gleich gegen Wellen von Wölfen kämpfen oder so. Dann sind die noch sehr, sehr wichtig. Und wenn sich irgendjemand Sorgen machen sollte, von wegen, ja, Mensch, Annika, und wenn ihr die Errungenschaften und so haben willst, ich habe tatsächlich schon alle Errungenschaften. Ich war nämlich doch, ich habe irgendwie irgendein Party schon mal erzählt, dass ich davon irritiert war, dass ich gesehen habe, dass der ein oder andere, mit dem ich befreundet bin und der The Long Dark spielt, dann diese Errungenschaft und jene Errungenschaft. Ich dachte mir die ganze Zeit, Gott, warum kriegst du die denn nicht? Bis ich mitbekommen habe, ich habe die ja schon. Ich habe die alle schon. Tja. Hallo? Okay. Okay, die Taschenlampe nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh nein. Das war beim letzten Mal schon so seltsam, ne? Dass es dafür wie so eine kleine animierte Szene gibt. Für die Taschenlampe. Alles Amiga zuliebe nehme ich die mit. Ich versuche sie zu benutzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Mensch! Oh Gott. Ey, sag mal, wie viel? Wie viel? 71. Kann ich doch never ever verschießen. Wirklich nicht. Kannst mir doch nicht erzählen, dass der Bär nur durch den scheiß Speer stirbt. Ich habe 71 Kugeln. Wonder if this is any good to eat. Welcher verdammte Bär hält denn 71 Kugeln aus? Ach, ein Seil. Kann man das nicht draußen irgendwo ranmachen? Ich guck gleich dann mal. Ich sehe hier, dass hier ein Zettel ist. Ich
Feels like a lot of gear. Ja, ja, ja. Was wir unbedingt loswerden müssen. Wir müssen das unbedingt loswerden will. Moment, wartet mal. Ja, Rennen ist nicht mehr, ne? Okay, hier ist nichts. Wir lesen jetzt erstmal den Zettel und dann kümmere ich mich mal. So, Kartennotiz eines Waldflüsterers. Eine Notiz und eine Karte, die den Standort des Waldflüstererlagers an den alten Hütten... Verdammt. Kommt zur verlassenen Jagdhütte am Rande des Rätselsees Parks. GPS-Koordinaten unleserlich. Wir müssen diese Kraftausdruck von Brayer House aufhalten. Die Jagdhütte? Ist das nicht die von Jeremiah? Es gibt nur eine Jagdhütte. Am Rande des Rätselseeparks. Es gibt natürlich diese eine Hütte da, wo wir jetzt den Schlüssel für gefunden haben. Die ist am See direkt. Aber an der alten... Standort des Waldflüstererlagers an der alten Hütte in den Hügeln hinter dem Wartungsschuppen angeben. Hm, ich sehe schon, dass sich was aktualisiert hier. Genau, da hat man ja die eine. Da ist sie tatsächlich, guck mal. Habe ich mir noch gemerkt. Wow. Jetzt da und da. Okay, jetzt macht es Sinn. Jetzt hat sich hier alles wieder aufgetribbelt. Okay, alles klar. Das war beim Marschland? Ach Gott, okay. Beim Marschland müssen wir auch nochmal... Ei, ei, ei. Na okay. Sollten wir irgendwie schaffen. So, jetzt ist... nun... Erstmal eine Dose. Was trinken. Das ist eigentlich so eine Verschwendung hier alles. 12 Kilo. Jetzt haben wir auch noch die Taschenlampe. Die wiegt jetzt ja auch noch ein Kilo. Wir haben... Hä? Jetzt haben wir... schon zwei Stapel davon. Oh je, ich bin überfordert mit der Situation. Ob wir jetzt erstmal so viele Stückchen brauchen. Ja, eigentlich erstmal nicht. Das bringt mir gerade trotzdem irgendwie gar nicht mal die Punkte, die ich gerne hätte. Auch diese ganzen... Diese ganzen so Streichhölzer. Wenn der Hauptpunkt sind halt einfach mal... Ist halt mal einfach das Essen. Was ich jetzt mal mache, ist... mich dann mal hinzulegen. Ich weiß, ihr wollt, dass ich diesen verdammten Speer aufnehme. Ich aber nicht. Ich weiß, der ist ganz toll und der wird uns auch sehr viel weiterbringen. Und der wiegt wahrscheinlich 5 Kilo, 10 Kilo, 20 Kilo. Ist das die Überraschung? Wiegt der Speer so viel? Ich werde es gleich erfahren. Ich werde aber erstmal schlafen. Weil so werde ich... Kann ich nicht schlafen? Nee, ist doch nicht. Weil so werde ich jetzt sowieso noch nicht losgehen. Da gibt ja alles gar keinen Sinn. Ja, schlafe ich erstmal. Wahrscheinlich dann die Aurora da. War ja beim letzten Mal nicht anders. So. Tja. Das mit dem Telefonklingeln ist wirklich cool. Das ist wirklich cool mit dem Telefonklingeln. Ich mag das sehr. Okay, noch ist keine Aurora da. So, wir essen mal diese Kondensmilch. Super lecker. Müsste auch eigentlich Flüssigkeit bringen. 750. Die behalte ich erstmal. Wann? Wo? Ist durch die Wasserflaschen? Da brauche ich schon wieder so viel Wasser. Also mir ging es noch nie besser, was Essen und Trinken angeht. Will lebt hier in Saus und Braus.
Oh je. Yeah. So, ein bisschen haben wir noch. Und dann nehmen wir, ich nehme noch den Speer in diesem Part auf. Keine Angst. Keine Angst. Auch wenn ich danach wahrscheinlich den Part dann beenden werde, aber ich nehme ihn noch auf. Das tue ich euch nicht an. Ich will mir ja nicht nachsagen lassen, dass ich Cliffhanger mache. So. Außerdem verbrauchen wir jetzt gut die Sachen, wenn wir so hier ein bisschen essen und trinken. Ach, wir haben die nicht mehr aufgebraucht. Leg sie ab. Komm, brauchen wir nicht. Eigentlich müssten wir die Sachen hier essen. Das ist nämlich, das sind 2 Kilo, die wegfallen. So, meine Lieben. Na dann. 30 Kilo Speer, gar kein Problem. Wir laufen jetzt mit 1 km/h da durchs Spiel. Ist euch hoffentlich bewusst. Damn. Looks like one little detail got missed in the Trapper's Legend of the Old Bear. The spear didn't survive the fight. This pack is getting too heavy to carry. Was? Must be something I can use to fix it in that old machine shed. Okay. Oh Gott, wo musst du denn jetzt? Das sieht schon irgendwie ein bisschen cool aus, dieses Teil hier. Jetzt will ich dazwischen reden. Was ist denn unsere Aufgabe? Reparier den kaputten Bärentöter-Speer an der Schmiede. Welche Schmiede? Die am Wartungsplatz. Okay. Damit komme ich klar. Damit komme ich tatsächlich klar, wenn ich ehrlich bin. Vorher, so, was wiegt der Teil denn? Eine kaputte Speerspitze auf einem Ahornstab, der sich noch retten lässt. Muss ich jetzt einen Ahornschößling finden und trocknen? Das wert. Wäre witzig. Mhm. 3 Kilo. Nun ja. Da freue ich mich ja sehr. Wir können nicht rennen. Ich muss unbedingt irgendwas. Ja, ne? Ich würde sagen, das überlasse ich mir für die nächsten Aufnahmen, da irgendwie eine Lösung für zu finden. Das wird witzig, aber ich freue mich, dass wir jetzt das schmieden müssen. Ich weiß gar nicht, mussten wir beim ersten Story-Modus das schmieden? Ich glaube eher nicht. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder mit diesem wundervollen Sperma-Inventar. Naja, dann bis dann. Tschüss. The world.